Hallo meine lieben Männer, heute ist ein Tag vor Vatertag, wir sind gerade auf Rollen unterwegs und ich wollte mit euch ein paar Gedanken teilen bezüglich morgen. Morgen ist Christi Himmelfahrt und Vatertag und wir sind Vater geworden, beziehungsweise wir feiern Vatertag, weil wir Vater geworden sind, wegen unseren Kindern. Und ich wollte euch mit euch ein paar Gedanken teilen. Bei uns ist es zumindest Brauch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns hier Bochum, Ruhrgebiet und Umgebung ist es Brauch, dass die Väter sehr, sehr häufig dann an Vatertag mit anderen Vätern mit einem Bollerwagen lauter Musik durch die Gassen ziehen irgendwie oder durch die Natur und sich dann schwer die Hucke geben und abends schwerstens besoffen nach Hause kommen. Und ich denke, dass das so ein bisschen am Ziel verfehlt ist oder dass das Ziel verfehlt hat, wenn wir aus dem Vatertag, also aus dem Geschenk der Vaterschaft, beziehungsweise aus dem Tag, wo wir das Geschenk der Vaterschaft feiern, wo wir das zu einem Besäufnis mit unseren Kumpels machen. Ich meine, wir solidarisieren uns doch schon zu Genüge mit unseren Vaterfreunden oder Nicht-Vaterfreunden am Grill und an der Bierkiste. Und ich denke, dass das ganz gut wäre, wenn wir uns am Vatertag unseren Kindern widmen. Wir treffen uns morgen wir sind insgesamt 13 Erwachsene und ich glaube 28 Kinder. Und ich freue mich schon darauf. Ich denke, wir werden auch ein, zwei Flaschen Bier trinken zusammen zum Essen. Ist ja nicht verboten, aber ich glaube, wir sollten wirklich an einer neuen Ära, an einer neuen Generation von Vätern arbeiten, dass wir wirklich uns Zeit nehmen für unsere Kinder, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, dass sie, muss man eben gucken, dass sie uns, ja, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, dass wir mit ihnen mehr Zeit verbringen, als unsere Väter mit uns Zeit verbracht haben, ob es hier beim Inlineskaten ist. Und ich glaube, wenn wir daran arbeiten, dann gibt es wieder gesundere Familien. Vor allem, wenn wir das mit Gott zusammen machen. Wenn wir mit ihnen beten, wenn wir mit ihnen essen, Sport machen. Ja, uns mehr Zeit nehmen für die Firma namens Familie. Dass wir nicht nur der Firma und dem Geld hinterherrennen, damit wir ja den Kindern das neueste iPad kaufen können, iPhone, sonst irgendetwas, sondern dass wir der Firma hinterherrennen, die Familie heißt. Und ja, diese Gedanken wollte ich einfach mit euch teilen, dass wir uns mehr Zeit nehmen. Ich kann sagen, es ist kein Vorwurf gegen meinen Vater. Der hat es nicht anders gemacht als sein Vater. Der war damals sehr, sehr jung, 21, als ich zur Welt kam. Er war 21, als ich zur Welt kam. Und genau, der hat viel gearbeitet, damit wir was haben. Wir kommen aus Polen, damals gab es nichts. Und ich möchte euch dazu ermutigen, mir fehlt es ein bisschen oder hat es gefehlt. Im Nachhinein hätte ich mir mehr Zeit mit meinem Vater gewünscht. Kann man nicht mehr nachholen. Zumindest die Kindheit kann man nicht mehr nachholen. Was noch kommt, das weiß ich nicht, aber wir als Väter sind in der Pflicht unseren Kindern gegenüber. Gelobt sei Jesus Christus, haut rein, verbringt den Vatertag auf vernünftige Art und Weise. Bis zum nächsten Mal und tschüss.